Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Lumberjacks Dynasty. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und hier mit dabei bist. Ja, unsere letzte Lieferung hier quasi an der Verkaufsstelle hier. Und ja, das ist quasi der Rest hier noch, was wir hier noch haben. Und das werden wir jetzt natürlich auch hier verkaufen. So, kriegen wir hier dafür nochmal 1560. Und ja, da füllt sich unseres Konto natürlich. Momentan haben wir 6038,59. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, wir müssen ja noch unseren Auftrag erledigen. Ein lokaler Investor. Und das werden wir jetzt auch machen in dieser Folge. Zumindest fangen wir schon mal an. Wir müssen ja dort 4 Häuser komplett quasi aufbauen. Und wir brauchen natürlich dafür unsere Bretter, die wir natürlich schon haben. Bei dem Sägewerk, da habe ich natürlich schon welche hingestellt. Und die werden wir uns jetzt erstmal gleich aufladen. Und werden zu den Investor hinfahren und schon mal anfangen mit den Häusern. So, gehen wir mal in die Innenansicht. Sieht meistens immer noch ein bisschen besser aus. Also ich habe hier auch schon viele Probleme gehabt hier bei der bei dem Spiel hier, dass ich einfach stecken geblieben bin. Mit dem Fahrzeug, mit dem Traktor schon. Und ja, bin da einfach nicht mehr rausgekommen. Also so richtig, wirklich ist das Spiel natürlich auch noch nicht fertig. Auch wenn es, ja, weiß ich nicht, wenn es schon manche Leute sagen, das Spiel wäre fertig. Aber ja, da gibt es doch noch einige Bugs auf jeden Fall, die man vielleicht auch mal ein bisschen in Auge behalten sollte. So, jetzt sind wir ja gleich da hier bei unserem Sägewerk. Und da laden wir uns erstmal unsere Bretter auf, die wir natürlich brauchen. So, wir hier nochmal die Außenansicht. So. Und hier vorne habe ich die schon hingestellt. Und dann laden wir uns erstmal hier, ja, wie viel brauchen wir denn ungefähr? Ich glaube 4 Stück ungefähr dürften reichen. So. Machen wir hier noch. Und so, nehmen uns hier noch eine. Und hier drauf. So, und die anderen 2 Balletten, die können wir uns dann natürlich noch einlagern zum Trocknen. Da haben wir mindestens da auch gleich wieder was drin stehen. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zu den Investor und fangen da schon mal an. So, gehen wir mal hier in die Innenansicht. Ups. Wo holen wir hier mal gleich? Sind hier ein bisschen schneller unterwegs. Ach, fährt sogar noch schneller. 69. Ich dachte so bei 63 wäre Schluss gewesen. Aber gut. Sind wir natürlich auch wieder flott hier unterwegs. Mit 69 km/h. So, sind wir jetzt gleich da. Und da werden wir das Ganze hier abladen. Ups, müssen wir hier aufpassen. So, einmal hier rein. So, gehen wir mal in die Außenansicht und wir werden uns jetzt hier
unsere Holzdielen hier erstmal ab oder beziehungsweise hinstellen. So, schauen wir mal. Das hier am besten machen. Ja. Ist nicht so ganz so schön, aber reicht. So, hier noch. Und dann stellen wir uns hier noch eine hin. So. Gut. So. Stellen wir uns hier den LKW mal hier wieder hin. Parken den mal gleich hier ordentlich wieder. So, fahren wir nochmal zurück. So. Dann geht's hier los hier. Wollen wir mal die ersten Häuser hier bauen. So. Einmal E. Dann haben wir das Ganze aufgenommen. Und dann fangen wir hier mal an. So, machen erstmal hier den Boden. So. So, hier noch. Und dann wären wir eigentlich hier schon fertig mit den Boden. So, machen wir jetzt das Dach gleich als nächstes. Damit das auch gleich erledigt ist. Mal hier, hier noch. So. So, hier nochmal. Hier müssen wir auch nochmal dran. So, ich glaube, es sieht schon ganz gut aus hier. Das Dach wäre schon mal fertig. Und machen wir hier gleich weiter mit den Wänden. So. Hier nochmal. Und hier noch. So. So. Hier noch? Ja. Dürfte man hier eigentlich schon alles haben. Und hier außen noch ein bisschen was machen. Hier noch die Veranda. Und hier noch ein bisschen was. Hier noch das Dach drüber. So. Aber hier fehlt noch ein bisschen was. Und unsere Bretter sind auch alle. Also müssen wir uns erstmal wieder welche holen hier. Nehmen wir hier wieder welche auf. So, 100 Stück. So. Und machen das jetzt hier noch fertig. So, hier nochmal. Und hier nochmal. Und natürlich die Tür noch. So, wäre das hier schon komplett fertig, das erste Haus? Ja. Dürfte man eigentlich jetzt hier alles haben. Und dann machen wir gleich das zweite noch auch noch fertig. So, fangen wir wieder an mit dem Boden. Ja. Und hier nochmal gleich die Wand. So.
Hier noch. So, kann man das gleich hier auch noch machen. Die Wände gleich nebenbei. Und dann passt das hier. Brauchen wir dann nur noch das Dach zu machen. So. Hier nochmal und hier. Hier noch. So, hier nochmal. Und hier noch. So. Hier das noch machen. Tür gleich. Ja. So, machen wir noch das Dach. Und dann schauen wir nochmal nach draußen. Auf die Veranda. Machen das noch fertig. So. Ja, hier noch. Ja, dann müssen wir auch gleich wieder neue Bretter holen. 6 Stück haben wir noch. So. Holen wir uns gleich wieder die nächsten. Ich hoffe, die Bretter reichen hier alle. So. So. Schauen wir hier nochmal schön rein. Ah, hier haben wir noch das Dach noch nicht richtig. So. Jetzt haben wir das Dach auch hier fertig. Und müssen die Außen nochmal machen. So, machen wir mal die Tür wieder zu. Und ja, sollte man eigentlich jetzt fertig sein hier. Ich glaube, wir haben alles geschafft. Ja. Gut. Ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein von dieser Folge. Abonniert doch meinen Kanal und lasst natürlich auch ein Däumchen da. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Und ja, ich bin raus. Tschüss, macht's gut.